Verschnupfte Voice Crack Shibi wieder am Start? Auf jeden Fall, Freunde, denn wir haben die 15. Ausgabe unserer Road to Glory und heute starten wir mit einem neuen Trading-Format. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal in der Form überhaupt gegeben hat, aber ihr spielt eine ganz große Rolle. Ihr könnt auch etwas gewinnen und das meiste wird durch euch entschieden. Sehr spannendes Thema, alles in diesem Video, natürlich auch wieder Trading-Tipps und wieder ein kleines Pack-Opening. Ich hoffe, ihr lasst wie immer all Support und für Bruder Algo einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und oder die Social-Media-Kanäle und werdet gerne Kanalmitglied für die tagtäglich besten Trading-Tipps von Shibi Chipsen, das bin ich, und dem Austausch einer riesigen Trading-Community. Allgemeiner RTG-Überblick, natürlich wieder am Start, Freunde, 3,2 Millionen Coins, kann man sich eher nicht beschweren. Ich habe schon auf Instagram abstimmen lassen, ob wir unser Team für die nächste Weekend League aufbessern sollten oder nicht. Ich denke zum Beispiel hier an einen Neymar, hier dann vielleicht an den Goretzka oder Wijnaldum und hier natürlich auch noch an einen anderen Sturmpartner für Mbappé. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Der Transfererlös spricht auch eine schöne Sprache, denn wir gehen weiterhin steil auf die 10 Millionen zu und ja, nun Anfang der Woche, ne, läuft's wieder nicht so rund, also es läuft nicht so viel mit Trading, aber trotzdem kommen wir voran und diese Woche werden wir die 10 auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall noch knacken, Freunde. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem neuen Format, das da heißt der Community Invest, habt ihr im Videotitel schon längst gelesen und ich habe es auch reingeschrieben in den Videotitel, 3 Millionen. Warum 3 Millionen? Nicht, weil wir direkt 3 Millionen investieren werden. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern mein Budget für dieses Format, für einen Invest sind eben, ihr habt es gerade gesehen, 3 Millionen Coins. Welche Rolle das spielt? Das sehen wir jetzt. Wichtig ist schon mal zu wissen, jeder von euch kann teilnehmen. Egal ob Kanalmitglied, ob Abonnent, ob normaler Zuschauer, jeder. Es gibt keine Grenzen. Und zwar findet ihr unter dem Video im angepinnten Kommentar hier genau diese Vorlage. Meine Invest-Karte. Ich würde kaufen für Gewinn mit der Karte. Nun sagt ihr zum Beispiel, hey Shibi, ich würde an deiner Stelle mit diesen 3 Millionen Coins in S-Yen 85 investieren. Ich würde ihn kaufen, aktuell ist es so 1 Million Coins wert, schwierig, aber ich denke für 950.000 sollte man ihn bekommen. Und dann würde ich mir einen Gewinn erhoffen von dieser Karte von 95.000 Coins. Diese drei Sachen sind auszufüllen und ihr müsst natürlich auch berücksichtigen, wenn ich zum Beispiel hier sage, 95.000 Coins Gewinn mit der Karte, bedeutet, ich müsste die Karte für 1,1 Millionen verkaufen, weil natürlich auch EA-Steuern dazu gehören. So, dann schickt mir den Kommentar ab, dann müsste er auch gleich angezeigt werden. Genau, und nun liegt es an dem Rest der Community. Denn ihr müsst natürlich nicht selbst aktiv werden, wenn ihr sagt, ich habe da nicht so eine große Ahnung und habt jetzt auch keinen Bock, mich da so reinzustressen. Es reicht vollkommen, wenn ihr nun in die Kommentare geht und einfach schaut, was sagen die anderen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe selbst keine Idee, aber hey, der Kommentar hier, Invest S-Yen, 950.000, ja, einkaufen klingt fair und für 1,1 Millionen bekommt man den wieder weg mit 95.000 Coins Gewinn. Ja, sollte auf jeden Fall drin sein. Dann müsst ihr nur eine Sache machen, dem Kommentar einen Daumen nach oben geben. Ne? Und dann ist es so, dass ich mir nicht den Kommentar mit den meisten Daumen nach oben raussuche. Nein, das wäre natürlich ein wenig zu einfach, sondern es entscheidet sich aus den drei besten Kommentaren. Das heißt, die drei Kommentare mit den meisten Daumen nach oben haben die Chance der große Community Invest zu werden. Welche der drei besten Kommentare dann am Ende des Tages der Community Invest wird, entscheide ich. Also ich schaue mir natürlich die Kommentare an und sage dann, von dem Invest verspreche ich mir am meisten, den Kommentar nehme ich, den Vorschlag nehme ich und in die Karte
wird dann investiert und ich versuche eben die Karte genau so zu verkaufen, wie ihr es vorgeschlagen habt. Sollte der Verkauf bzw. der angestrebte Gewinn mit der Karte innerhalb der nächsten 7 Tage klappen, gibt es für euch Cash als Belohnung. Das bedeutet 50 Euro hier auf meinen Nacken, 20 Euro fest schon mal Guthaben, entweder Amazon, PlayStation und Xbox, für denjenigen, der eben den Vorschlag gebracht hat, und nochmal 3x 10 Euro für die Community dann in einem entsprechenden Video. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema und wir können es auf jeden Fall mal probieren. Und ich muss auf jeden Fall noch dazu sagen, es werden auch nur ernst gemeinte Kommentare berücksichtigt. Also wenn jemand sagt, hier, ich hab eine Goldkarte, die kostet aktuell 45.000 und du bekommst die für 47.000 Coins los. Nee, eher nicht. Wir wollen schon einen schönen Gewinn haben und schon einen Kracher haben. Ne? Müssen jetzt nicht 50.000 Coins Gewinn sein, oh mein Gott, nein. Aber so 10.000 Coins Gewinn für eine Karte sollte schon drin sein. Alle Kommentare bis Freitag Mitternacht werden berücksichtigt und dann hocke ich mich hierher und sage, das wird der Community Invest. Ich werde euch dann auch natürlich auf Instagram und in dem neuen Video nochmal informieren, hey, dieser und jener Vorschlag ist es geworden. Und dann können wir loslegen mit dem Kaufen bzw. versuchen wieder zu verkaufen. Wird ein spannendes Thema. Mal gucken. So, kommen wir nun aber wieder zu allgemeinen Trading-Tipps und wir haben Anfang der Woche, ich denke, der Markt wird etwas ansteigen, bei manchen Karten stagnieren und dann sollte diesen Freitag ein neues Event kommen. Ja, werden die Karten, denke ich, ab Donnerstagabend wieder etwas fallen, wegen dem Hype, wegen Panikverkäufe und so weiter. Dementsprechend erhoffe ich mir hier zum Beispiel von einem Nkunku, dass ich ihn bis Donnerstagabend für 52.000 Coins mindestens wieder wegbekomme. Und mein Hintergedanke war bei dem Invest natürlich wieder ganz einfach. Zu einem habe ich mal wieder auf einen Moment gewartet, in dem er wieder etwas gesunken ist. Das war ungefähr vor 1-2 Stunden, hier stündliche Grafik. Da war er bei 45.000 bzw. 44.875 und da habe ich dann ganz einfach gesagt, yo, wenn er hier aktuell für 44.000 oben dasteht, versuche ich ihn einfach für 43.000 Coins zu snipen und ihr habt gerade gesehen, das war vielleicht 3 oder 4 Minuten Aufwand, der kam massenweise für 43.000 Coins oder billiger auf den Markt, also echt eine Top-Karte. Und hat eben enormes Potenzial, wegen den Werten, geiles Tempo, geiles Dribbling, er kann alles eigentlich, er kann alles, er hat alle Werte 70 oder mehr und ist natürlich Bundesligaspieler, Franzose, perfekt für Hybrid und er steht ja noch im Raum, dass Guardiol einen Inform bekommen könnte, der neue Innenverteidiger von Leipzig und sollte das so kommen, das weiß ich jetzt noch nicht, weil das Video am Dienstag aufgenommen wird, dann sollte das die Karte auch nochmal gut pushen. Also Nkunku, ich sag's mal so, wer da kein gutes Potenzial aktuell wieder sieht, dem kann man nicht helfen. Und das sind eben solche Sachen und Methoden, von denen ich sage, die gehen immer. In Form so Daytrading, hier und da am Tag so billig wie möglich einkaufen und am besten taggleich hier für den höchsten Preis des Tages schon wieder verkaufen. Kein Risiko, schöner Gewinn, alles optimal. Kann ich nur empfehlen. So, wir haben ein seltenes Megapack am Start. Durch die Wochenaufgabe mit den Silberspielern habe ich einfach mal durchgezogen, weil ich das mit den Silberspielern vor allem am Anfang immer eine schöne Sache finde. Dann habe ich einige 75er und 76er untauschbare Goldkarten gehabt, Non-Rare. Die habe ich alle in die 78 plus seltene Goldspieler SBC reingeballert. Haben wir dementsprechend ein paar gemacht. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Und unser OTB-Spieler wird in der nächsten Ausgabe geöffnet, weil ab da sind dann beide Teams, Team 1 und 2 eben zu packen und da versuchen wir dann unser Glück. Starten wir aber direkt mit einem seltenen Megapack, oder? Ja, ist er untauschbar. Na, wieder nur ein Boardplayer gegönnt. Ja, soll nicht so sein, aber Futter brauchen wir auf jeden Fall. Futter, Futter, Futter. Wie oft willst du Catalyst im Pack haben? So, dann haben wir eben noch 7x das 78 Plus Pack. Ein Boardplayer wäre schon ziemlich geil.
ein Walkout sowieso. Alles mit hohem Rating wird genommen. Auf geht's. Nicht so hohes Rating, ne? Nicht so. Oh, da haben wir endlich einen Boardplayer. Und wir haben Mount. Immerhin. Sind wir zufrieden. Nochmal Board. Schau her. Und wir haben Lucas Hernandez. Schön. Das letzte Pack ist immer das Beste. Außer heute. Ja, Freunde, da muss man schon ehrlicherweise sagen, das geht fit, ne? Aus 7 Packs, zweimal Board und einmal eine 82, kann man sich jetzt weniger beschweren. Was ihr so in den Packs hattet, falls ihr sie gemacht habt, auch gerne in die Kommentare. Wir sind fertig für heute. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Ausgabe und dann haut da rein.